Können Sie etwas zu den Gerüchten sagen, dass Barinova seine Option für die Option nach seinem Vertrag auslotet? Er hat das Recht, sich umzusehen und genau das scheint er zu machen. So. Ciao. Sorry, Alan. Dann spielst du dieses Jahr halt nicht mehr. Finde ich okay. Bin ich fein mit. Im nächsten Spiel geht's dann gegen, ja genau, den Club Almagro. Und die haben ja diesen krassen Stürmer, den Cerveto. Können wir mal gucken, ob er den letzten Spielen getroffen hat? Ah, können wir nicht. Naja. Wobei doch, das können wir gucken. Ja, der trifft häufig. Im letzten Spiel zwar nicht, aber in den beiden Spielen davor hat er 3 Tore geschossen. Wir sind 600.000 Euro minus. Achso, was übrigens noch dazu kommt, was die finanzielle Seite des Ganzen angeht, ist, dass Christian Moreno wird uns ja verlassen für 3,7 Millionen. Für den kriegen wir noch ordentlich Geld am Ende der Saison. Und Emma, glaube ich, noch, oder? Econominho. Nee, das war's. Also wir kriegen noch 3,7 Millionen Euro für Christian Moreno. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Stream mal gesagt habe oder in den Videos. Aber da kommt auf jeden Fall noch ordentlich Cash rein. Das heißt, diese 600.000 Euro minus, das ist okay. Das ist okay. Ich weiß auch gar nicht, was das bringt, wenn wir dann aufsteigen, ob wir dann irgendwie eine Prämie bekommen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube aber nicht so wirklich viel, wenn überhaupt. Bester Defensivspieler ist übrigens unser Rechtsverteidiger, Alejandro Molina. Viele Dribblings, viele Vorlagen. Gut, was entscheidende Pässe angeht. 0,10 Expected Assists. Auch interessant. 7,64 progressive Pässe. Also definitiv als Flügelverteidiger auf Verteidigen offensiv auf jeden Fall ein Faktor, muss man sagen. Und guck mal hier, David Ayala im ersten Monat. Nee, es ist der zweite Monat, den er hier ist. Ist er direkt Spieler des Monats in der zweiten argentinischen Liga. Mit einer 7,85er Bewertung. 4 Einsätze, 1 Tor, 3 Vorlagen. David, ganz stark. Ganz stark, David. Ayala widmet mir seinen Titel. Das geht doch runter wie Öl. Und Tor des Monats? Milton Celis. Und Trainer des Monats geht an mich. Ey Junge, was war denn das für ein unglaublich geiler Monat? Hey. Siegquote 100%. Na gut. Nehmen wir mit. Ne, 80% steht hier. Das stimmt ja auch gar nicht. Wir haben ja einmal unentschieden gespielt. Ja, Vorstand freut sich darüber. Wir kriegen mittlerweile, glaube ich, auch noch 1+ vom Vorstand. So sieht es nämlich aus. Bei besitzorientierten Fußballspielen machen wir auch. Begeistert über den finanziellen Aspekt der David Ayala Verpflichtung. So ist es nämlich. Wir können uns nochmal ein bisschen die Transfers angucken, was der Vorstand sagt. Guck mal, der Vorstand ist sowas von begeistert über unsere Transferaktivitäten. Ayala, Krupschi, Wilder und Aranda lieben sie. Die Fans sind ein bisschen pessimistischer. Mit 2+ geben sie uns für David Ayala, 3+ für Krupschi. Bisschen konservativer, die Fans, ne? Aber insgesamt sieht das doch sehr gut aus. Und was die Spiele angeht, 2-2-. Nee. Ja, die Fans geben uns immer eine 2 für die Spiele. Sind echt ein bisschen, also die Fans sind, die haben hohe Ansprüche hier, muss man sagen. Halbfinale in der Copa. Tigre gegen Boca Juniors. Ja, dann sind wir doch mal für unseren Partnerverein. Scouting abgeschlossen. Cerveto. Ja. 1+ gibt der Scout ihm. Matthias Vera verletzt. Alter Falter, was ist denn los? Ich glaube, den spritzen wir fit für das Spiel. Knöchelprellung, den spritzen wir fit. Weil ja auch unser Rechtsverteidiger Molina verletzt ist. Guck mal, Boca Juniors gewinnt 4-1 gegen Tigre. Damit stehen sie im Finale der Copa. Im zweiten Halbfinale. Oh, ein Zweitligist. Brown de Adrogue. Im Halbfinale gegen River Plate. Ich meine, das beste Finale wäre natürlich River Plate gegen Boca Juniors. Aber ich würde mich ja für den Zweitligisten freuen, wenn sie es schaffen. So, und da haben wir es. Da haben wir nochmal eine kleine Zusammenfassung. Aufstiegsaspiranten bereit für den Endspurt. Die Saison nähert sich mit großen Schritten ihrem Höhepunkt und so geht der Aufstiegskampf in der Primera B Nacional zwischen San Telmo, Club Almirante Brown, Gimnasia de Escrima de Jujuy, Gimnasia de Escrima de Mendoza und 4 weitere Teams in die heiße Phase. Es verspricht ein faszinierender Saisonschlussspurt zu werden, bei dem die beteiligten Vereine bis zum Schluss alles geben werden. Die spannendste Partie ist mit Sicherheit das am 18. November stattfindende Duell zwischen San Telmo und Almirante Brown im Dr. Osvaldo F. Balletto. Das ist nämlich das direkte Duell zwischen uns beiden. Da freue ich mich auch schon drauf. In 3 Spielen ist das. Ja, hier haben wir nochmal die Restprogramme der Vereine. San Telmo hat noch 3 Spiele gegen den 31. Das werden sie wohl gewinnen. Gegen uns dann, das werden sie wohl verlieren. Und dann noch gegen den 8. Wir spielen noch gegen den 10., gegen den 25., gegen den 31. und gegen San Telmo, die im Moment eben Erster sind. Wir haben eigentlich ein ziemlich machbares Endprogramm, würde ich sagen, bis auf San Telmo halt. Das wird ziemlich hart. Aber ansonsten müssten wir eigentlich, also wenn ich mir das hier so angucke, würde ich sagen, Zweiter werden wir. Ne? Zweiter werden wir. Ich gehe mal hier rauf. Geht ja auch alles. Wenn wir jetzt nicht überraschend gegen Sacachispas oder Villamitre verlieren oder gegen Almagro, sollten wir eigentlich den Halbfinalplatz in den Playoffs hinkriegen. Wobei Gimnasia halt auch echt dicht dran ist. Also die haben recht, es wird ein packendes Saisonfinale. Kann man nicht anders sagen. Slicer, guten Abend. Und damit gehen wir direkt in das viertletzte Spiel gegen Almagro.
Nun jetzt wieder gut trainiert. Alright. Okay, wie stellen wir auf? Ich denke, der Sturm dürfte klar sein. Milton zusammen mit Chidi. Nunez auf der 10. Ayala, Wilder, Kamara. Wir haben Fernandes als Linksverteidiger, Aranda und Datola in der Innenverteidigung. Vera kommt rein für Molina, der leider verletzt ist. Vera mussten wir halt auch fit spritzen. Aber der wird das machen. Im Zweifel können wir halt immer noch Franco Medina reinbringen. Aber den würde ich mit seiner Physis... Ja, da muss da noch ein bisschen dran arbeiten, bevor der eine wirkliche Alternative sein wird. Und Krupschi wird es erstmal wieder von der Bank machen, ne? Ich hoffe, dass der nicht so schnell unzufrieden ist, wenn er häufig nicht spielt. Wir können theoretisch auch mal Chidi runternehmen und Krupschi dafür spielen lassen. Chidi in den letzten beiden Spielen ja nicht getroffen. Das könnten wir machen. Na komm, ich gebe Krupschi mal die Chance und Chidi eine Pause. Chidi kann ja reinkommen, wenn Milton müde ist. Dann lass mir den Stoßstürmer spielen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Variante. Und ansonsten lassen wir das Team, glaube ich, so wie es ist. Vielleicht gehen wir direkt mit Gegenpressing rein? Das sah eigentlich mal ganz gut aus, ne? Ich glaube, wir fügen das Gegenpressing unserer Taktik jetzt für die letzten Spiele einfach mal so hinzu als Default-Ding. Das mache ich meistens nach 20 oder 30 Minuten rein, weil das meistens besser aussieht. Insofern machen wir das mal. Lass uns mal auf Einsatzfreude gucken da vorne drin. Milton kann Gegenpressing spielen oder kann auch pressen. Krupschi kann das. Gute Einsatzfreude, gute Teamwork. Patricio auf der 10 ist okay. Dann haben wir Ayala, der das so oder so kann. Wilder kann das und Kamara so mittel. Also wir haben ein Team, was pressen kann. Dann sollen sie das auch tun. Wir gehen in das Spiel gegen den Club Almagro und holen die nächsten Punkte auf dem Weg zum Aufstieg. So, macht mich stolz und let's go. Und let's go. Oh nein. 3 Minuten gespielt, Kamera verletzt, Fußverletzung. Oh, Junge. Wir sind mittlerweile aber auch wirklich gebeutelt, was das alles angeht, ne? Ja, ich stelle Krupschi auf die 8 und bringe Chidi rein. Ich hoffe, Lamin hat nichts allzu Schlimmes. Das wäre schon sehr bitter. Eke Ayala. Wird erstmal geklärt. Chidi, Servetto, langer Ball, aber da hinten wartet Wilder. Aranda lässt sich Zeit, findet Ayala, der dreht sich. Krupschi mit Platz, Nunez. Wieder Wilder, Chidi, Krupschi, Vera, sieht gut aus. Vera kann flanken. Krupschi. Ja. Ayala mit Platz, Nunez, links ist Fernandes. Nunez macht das gut, bleibt hängen, nächste Ecke. Wir fangen hier wieder ganz gut an. Nur was die Ecken angeht, da müssen wir uns mal grundlegend Gedanken machen. Wobei man auch sagen muss, die Ecken an sich sind zwar immer schlecht, aber wir werden ganz oft über die zweiten Bälle gefährlich. Die Besetzung außerhalb des Strafraums ist halt verdammt gut. Und dadurch haben wir ganz, ganz, ganz viele Highlights direkt nach Ecken. Oh, schöner Ball von Ayala auf Krupschi. Kein Abseits, Krupschi. Wieder raus, Wilder zieht einfach mal ab und es gibt die nächste Ecke. Almirante Brown ist mir echt ans Herz gewachsen inzwischen. Ja, nice. Mir auch. Da kann man nochmal Danke an die Mystery Box sagen, ne? Das war echt gut. Echt gut mit der Mystery Box. Haben wir auch Glück gehabt mit dem Verein. Wobei das Schöne am FM ist ja, Achtung, das Schöne am FM ist ja, dass man quasi bei jedem Verein eine schöne Geschichte schreiben kann. Das macht sie irgendwie auch aus. Oh, Chidi, das macht er richtig stark. Krupschi, Nunez. Cillis. Vera über rechts. Ich dachte, er spielt einen Steilpass. Also das mit geduldig spielen, das nehmen die Jungs sehr ernst heute. Fernandes knapp drüber. Das ist gefährlich. Ja. Die sind nicht ungefährlich, ne? Almagro. Scheinen viele über Flanken zu kommen. Macht aber auch Sinn, weil den Stürmer hier, der Servetto, ist auch ein Kopfballmonster mit Kopfball 14 oder was er da hatte. Auch relativ groß, relativ kräftig, da würde ich auch viel über Flanken gehen. Mal gucken, dass wir... Oh, was für ein Fehlpass von Vera! Puh.
Schwierig. Schwierig. Reicht das Ayala jetzt? Am zweiten Pfosten wartet Aranda an die Latte und das ist das Tor von Chidi. 38. Minute. Und Almirante Brown führt schon wieder. Chaos im Strafraum. Und wenn es chaotisch wird, bedankt sich Chidi. Das sah fast aus nach dem Eigentor von Valdez. Aber wir glauben mal dem Spielberichtsbogen. Und Chidi macht nach, ich glaube jetzt, 3 Spielen ohne Tor mal wieder einen rein. Auch das ist sehr gut. Ich weiß gar nicht, warum Milton den Freistoß schießt. Aber da war nicht schlecht. Okay, erste Halbzeit 0:1. Man muss auch sagen, dass Almagro hier ein gutes Spiel macht. Die stellt uns hier vor Probleme. Dennoch machen wir es insgesamt gut. Also wir sind hier eindeutig die bessere Mannschaft, wenn man denen XG glauben will. Wobei man auch da sagen muss, dass der Abschluss von Chidi in diese Szene sorgt für über die Hälfte unserer XG. Insofern war es ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Ich sage mal, nicht selbstzufrieden werden, weil so gut war es insgesamt nicht. Aber wir machen mal genauso weiter. Bleiben wir auf ausgewogen? Glaub schon. Da muss man diesen Krumm anmachen, gucken, was das für einer ist. Auch so ein Kopfballmonster, ne? Theoretisch. Müssen da so ein bisschen auf die Flanken achten, aber es scheinen unsere Außenverteidiger eigentlich ganz gut unter Kontrolle zu haben. 62 Minuten durch, wenig Highlights. Jetzt mal wieder eins. Chidi. Ah, Krupschi versucht da abzuziehen. Bisschen früh. Guter Ball von Wilder auf Vera. Krupschi jetzt mal über den Flügel. Oh, macht er stark. Flanke kommt. Das ist Milton. Oh, Fernandes mit sehr viel Platz. Oh, das muss ein Tor sein. Das muss fast ein Tor sein, oder? Mein Gott. Wenn er hier quasi im 5-Meter-Raum ganz frei ist. Also, kann man mehr draus machen, Fernandes. Es geht in diesem Spiel ganz viel über Núñez. Wieder Fernandes über links im Zentrum, warten sie alle. Ayala, das ist Krupschi mit dem Kopfpfosten. Núñez tritt am Ball vorbei. Und es steht weiterhin 1:0. Cervetto müsste abseits sein. Ja. Es geht halt wirklich alles über den. Aber man muss auch sagen, hier in diesem Spiel Núñez und Chidi beide sehr, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel ins Spiel mit involviert. Und von Almagro kommt hier relativ wenig bisher. Celis macht heute ein eher schwaches Spiel. Jetzt seht ihr es auch. Sind eben viele Verletzungen, ja, das stimmt. Oh, da kommt die Flanke. Cervetto! Natürlich trifft er. Natürlich trifft Cervetto. Es war doch fast klar, oder? Es war doch fast klar. Am Ende ist es natürlich eine Flanke. Da springen wir da am Ball vorbei. Wer war das? Datola, ne? Datola springt am Ball vorbei. Und Cervetto macht ihn rein. Milton nach vorne mit einer 6,3. Ich denke, da vorne sollten wir mal wechseln. Sagte er und sah dann, dass wir nur Verteidiger auf der Bank haben. Also was die Kaderbreite in der Offensive angeht, haben wir wirklich ein Problem, ne? Wenn man sich das hier mal so anschaut. Das ist schon nicht so gut. Komm, wir stellen mal Núñez in den Sturm. Krupschi auf die 10 und Milton kommt runter. Geht runter, dafür kommt mal Rodrigo Velez. Ja. Wütend, verärgert, ängstlich. Das ist eigentlich genau die Mentalität, die wir jetzt brauchen. Pusht euch, Jungs. Freistoß Ayala. Hinten wartet Chidi. Cervetto klärt. Wieder Ayala mit ein bisschen Platz. Am Strafraum ran mit dem linken Fuß. Knapp drüber. Viertelstunde jetzt noch. Komm. Mehr fordern. Wie sieht die Tabelle aus? Wir wären immer noch Erster. Punkt gleich mit Santelmo. Ein Punkt vor Gimnasia. Wenn das so bleibt.
Ayala, langer Ball. Da ist Nunez. Da ist Nunez. Ich hoffe, es ist kein Abseits. Nunez! Kein Abseits! Und Patricio Nunez macht ihn rein, Mann. Yes! Komm! Komm, Patricio. Und dieser kleine Tanz gefällt mir auch, muss ich sagen. Ja, Mann. Oh, läuft im genau richtigen Moment los. Der Ball ist natürlich auch absolut Weltklasse, ne? Der Ball ist absolut Weltklasse. Nunez hat dann die Nerven. Guckt euch nochmal diesen Pass an. Oh, genau an der Abseitslinie wartet er. Genau an der Abseitslinie. Es sind noch 8 Minuten zu spielen. Haltet das Ding. So, nochmal ein, zwei Zeitspielwechsel. Ramiro geht runter, dafür kommt Dennis. Ist auch jemand, der gegen Flanken funktionieren kann. Komm, Ayala geht runter, Romero kommt. Und nee, sonst tun wir, glaube ich, erstmal nichts. Wir gehen hier mal ins Zeitspiel, nehmen das Gegenpressing mal raus. Und hoffen jetzt, dass wir hier dieses 2:1 über die Zeit bringen. Da ist nochmal Ayala. LS, Chidi. Ganz stark, Chidi. Jetzt mit einmal kurz ansprinten, zack, ist er weg. Im Zentrum stehen 2, wenn er sie findet. Oh, dann kommt der Fehlpass. Langer Ball auf Cervetto, verlängert. Oh Gott, ich hatte schon ein ganz schlechtes Gefühl. Es gibt nochmal ein Highlight, 90. Minute, Datolo, Aranda. Dennis, Romero, Vélez, Wilder, Vélez, Chidi und Vera. Geht nochmal über außen. Kriegt er die Flanke rein, dann legt ihn zurück auf Chidi mit sehr viel Platz. Vélez dreht sich, zieht ab und 3:1. Man muss sagen, Rodrigo Vélez ist ein verdammt guter Joker, ne? Der ist einfach ein verdammt guter Joker, der kommt rein und macht die Dinger rein. Und damit haben wir dieses Spiel gewonnen. Ja, Mann. Mittlerweile sieht es echt gut aus. Mittlerweile sieht das echt verdammt gut aus. Chidi auf Vélez. Mit links nimmt er an. Ne, mit rechts die Ballannahme, mit links der Abschluss. Stark. Stark. Und die Jungs können halt auch mit Rückschlägen umgehen, ne? Wir haben mich hier in der. Was war das? Wie viel Minute? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir haben in der 70. oder sowas den Ausgleich bekommen und haben sofort geantwortet. Man darf sie nicht abschreiben. Und damit ist das Spiel vorbei. Und wir gewinnen auch gegen Almagro. Mit einer guten Leistung. Schöner Sieg, Jungs. Gut gemacht. Blick auf die Tabelle. Ist super. Der Blick auf die Tabelle ist super. Noch 3 Spiele. Es sind noch 3 Spiele. San Telmo, haben die gewonnen, ja, ne? Wenn die 69 Punkte haben, heißt das, dass die gewonnen haben, meine ich. Wo sind die? Mann, es sind viel zu viele Vereine hier in dieser Liga. Man verliert so schnell den Überblick. Wo sind die denn? Die sind da, glaube ich, gar nicht. Schauen wir gleich. Oh, 4 bis 5 Wochen, Kamera. Ist das bitter, Mann. Ist das bitter. Ach, Mann, ey. Da wäre jetzt 1 bis 2 Tage nur, siehst du? Und Chidi ein Tor, eine Vorlage. Also die letzten 5 Spiele, ja, ist es, ne? Ja, doch, doch, doch. Die letzten 5 Spiele alle gewonnen. Immer mindestens 3 Tore geschossen auch. Also die Offensive funktioniert so fucking gut. Jetzt Saka Cheese Pass, 21. Auch das Spiel müssen wir gewinnen. So, David Ayala bekommt jetzt 19.000 Euro, weil er jetzt schon die 10 Torbeteiligung hat. 14 Spiele gemacht. Als Neuzugang, man muss sich das mal vorstellen, als Neuzugang übernimmt er die zentrale Rolle in diesem Team und fügt sich so gut ein, dass er direkt in seinen ersten 14 Spielen 10 Torbeteiligung hat. Also muss man, glaube ich, nicht viel mehr zu wissen, ne? Zu dem Mann. Franco Torres mit kreativer Meisterleistung. Der scheint es ganz gut zu machen in seiner Leihe. In Uruguay, in der ersten Liga. Der Franco. Mitarbeiter-Meeting machen wir mal nicht. Also, es ist wieder Spieltag. Es ist wieder Spieltag. Let's go. Und, oh Junge, was das alles für Verletzungen sind, ne? Ermüdungsbruch in der Lendenwirbelsäule. Im Kraftraum, Nicolas Puga. Der arme Junge. Der arme Junge. Und was mich immer noch ein bisschen, weiß nicht, ich finde es immer noch komisch, dass nicht gescoutet wird hier irgendwie. Warte mal, Scouting-Abdeckung? Nee, wo ist das Scouting-Fokus? Ist ausgelastet. Womit denn? Womit ist unsere Scouting-Abteilung ausgelastet? Das frage ich mich halt wirklich. Keiner unserer Scouts tut irgendwas. Es gibt nicht genügend Mitarbeiter, die sich um diese Scouting-Fokusse kümmern können. Weshalb es länger dauern wird, bis Ergebnisse vorliegen. Kaffee trinken, ja, also ja, sowas irgendwie, ne? Zugewiesen an 2 Scouts und Nahuel Molina. Ganz komisch.
Ganz, ganz, ganz komisch. Scouting-Gebiet, kein Scouting. Ja, das ist ja aber nur hier der, das, das ist ja nur das Scouting-Paket. Daran liegt das ja nicht. Wir haben Budget, wir haben Scouts, aber es wird nicht gescoutet. Das ist nicht gut. Haben wir Scouts? Ja, klar haben wir Scouts. Kann ich nicht, warte mal, das finde ich jetzt nervig. Kann ich hier nicht sehen, was der gerade für Aufträge hat? Ja, guck mal hier, der hatte eigentlich diesen Auftrag. Der hat hier auch ein paar Berichte, aber der ist gerade nicht im Scouten. Ganz weird. Kümmern wir uns vielleicht mal nach der Saison drum. Oh, guck mal hier, Diego Garcia verschiebt sein Karriereende. Kannst du mal sehen. Am Tipico-Schein gegen Brown, vielleicht das. Da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Barrinuevo auf die Transferliste. Ja, das machen wir mal. Dann kriegen wir für den noch ein bisschen Geld. Gegen Saka Chispa spielen wir. Blackboxed. Das ist das nächste Spiel. Die sind 21. Also die sollten wir schlagen können. Wenn wir noch 2 Tore schießen, dann sind wir bei dem neuen Torrekord. Guck mal hier. Generell in der Liga. Oh, guck mal. Der beste Spieler der Welt ist Robert Lewandowski. Tatsächlich. Leo Matos glaubt an die Titelchance. Ich glaube auch an die Titelchance. Alles klar, Leute. Spieltag. Und wir haben wieder eine Mannschaft aufzustellen. Dieses Mal ohne Lamine Kamara. Oh, Wilder wird wieder... oh Mann, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Wilder wird in den Kader von Peru berufen. Normalerweise würde mich das freuen, aber diese Spiele fanden am 17. und am 21. November statt. Und wenn wir mal in den Plan gucken, heißt das, dass uns Wilder im Spiel gegen San Telmo fehlt, weil der da gerade gegen Argentinien lieber spielen möchte. Also ich hoffe mal, wenn er am 17. spielt, nee, dann kann er gegen San Telmo nicht. Das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. Gegen Villamitre wäre er dann wieder zurück, aber das darf eigentlich nicht sein. Dann müssen wir uns da überlegen, was wir auf der Position tun. Also Lamine Kamara kann nicht spielen, das heißt, wir setzen, glaube ich, auf der Position dann einfach mal Velez ein. Der macht das ja immer richtig gut, wenn er reinkommt. Außerdem kann Ramiro Fernandes wieder spielen. Zack, wir haben wieder unseren Torwart zurück. Let's go. Okay, also Velez macht den Vesala. Den Vesala. Ja, wenn Velez spielt, ist es der Vesala. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Wilder auf der 6, Ayala auf der Spielmacherposition. Dann haben wir Nunez, wir haben Cedis und Krupschi. Oder wir lassen Chidi spielen, ne? Das ist halt auch die... Ja, oder wir machen es so, dass wir Krupschi als Mesala spielen lassen und Chidi in den Sturm stellen. Das geht auch. Aber ich möchte Velez, glaube ich, ganz gerne mal aufstellen. Von Beginn an. Der gefällt mir eigentlich mal ganz gut. Dann kommt Chidi wieder, der hat im letzten Spiel getroffen. Und ansonsten werden wir nichts ändern. Wie sieht's aus mit... Molina kann wieder spielen. Das heißt, der kommt wieder rein für Vera. Fernandes, Aranda, Datola. Das ist das Team. Und wir gehen rein. Macht so weiter wie beim letzten Mal. Ich glaube, das kann man den Jungs nur mitgeben. Und damit gehen wir rein. Ach, warte mal. So, jetzt. Das Gute an Velez ist halt auch, dass er defensiv mitarbeiten kann. Wahrscheinlich auch jemand, der, ich weiß gar nicht, was er für Einsatzrolle und so hat. Ja, auch jemand, der halt im Gegenpressing super, super funktioniert. Definitiv besser als Lamine Kamara. Dafür fehlt es ihm halt ein bisschen an der Kreativität. Aber das ist nicht so schlimm. Velez, da ist er direkt. Ja. Spielt einen Fehlpass, aber Ayala bleibt direkt dran und holt sich den Ball zurück. Das ist Nunez! Nach 50 Sekunden schon die erste Torchance. Aber der Keeper hält. Endlich mal eine Ecke, die auch zu einem Abschluss führt. Immer selten genug. Jetzt schon 0,3 XG nach den ersten 5 Minuten. Wie sieht's hier aus? San Telmo, da steht es scheinbar noch unentschieden. Freistoß Milton. Versucht's einfach mal, bleibt dabei hängen. Weiß gar nicht, wieso Milton eigentlich die Freistöße schießt. Was hat er denn da? 12. Na gut. Was hat Ayala? 11. Dann ist ganz gut, dass Milton die Dinger macht, ne? Ayala auf Fernandes. Oh, bleibt hängen. Wilder mit dem Kopf dazwischen. Nunez, Ayala, Fernandes geht. Oh, was für ein Ball von Ayala auf Fernandes Flanke kommt. Schade. Schöner Spielzug eigentlich. Da ist wieder Nunez. Chidi geht über außen. Immer noch Chidi. Stoppt ab. Molina, Ayala mit Platz, mit dem linken Fuß. Und Barbera ist wieder da. Es sieht wieder gut aus.
Die hundertprozentige Torchance ist zwar noch nicht mit dabei, aber ein paar kleine. Bisher kommt Saka Chispas zumindest noch gar nicht ins Spiel. Nunez, Vélez, Molina. Oh, langer Ball auf Chidi. Kommt er an? Ah, Chidi setzt sich durch. Richtig stark von Chidi. Das war nicht selbstverständlich, dass er den holt. Da ist er wieder. Ayala erneut mit Platz. Zurück auf Wilder. Ja, dem fällt da nichts ein. Und wenn einem nichts einfällt, den Ball immer auf Ayala spielen. Oh, schön gespielt. Chidi. Und drüber. In den Abschlüssen müssen wir hier noch ein bisschen arbeiten, ansonsten sieht's stark aus. Auch viele Highlights und so. Oh, schön. Richtig schön gespielt. Ich applaudiere jetzt schon. Er macht hier nicht rein, aber... Ach. Als Trainer ist das natürlich wunderbar. Wo steht der Gegner? In der Tabelle auf Platz 21. Schöner Ball von Nunez auf Fernandes. Chidi. Ayala. Na, flankt nicht. Richten zurück auf Wilder. Jetzt verlieren wir den Ball, sind aber gleich wieder da. Vélez auf Milton, im Zentrum wartet Nunez, der kriegt den Ball leider nicht. Vielleicht sollten wir... Vielleicht dauert mir das hier alles ein bisschen zu lange. Eventuell wäre es hier eine Idee, das geduldig spielen rauszunehmen. Jetzt kommt Saka Chispas tatsächlich mal, eine Riesenchance und das Tor. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. 40 Minuten durch und Saka Chispas führt. Wir sind da dann irgendwie zu weit weg. Im Zentrum passen wir nicht auf. Wilder kommt zu spät. Aranda steht sonst wo. Und Saka Chispas führt hier mit 1-0. Egal, Jungs. Weiter. Flanke Munila. Chidi. Milton. Oh, schieß doch einfach mal. Schieß doch einfach mal. FIFA-Momentum bei FM23. Ja, komplett entgegen des Spielverlaufs, ne? Aber so ist es manchmal. Stehen hier vorne auch alle sehr eng. Vielleicht müssen wir ein bisschen breiter rangehen. Vor allem spielt auch Saka Chispas da hinten sehr kompakt wieder. Das ist Chidi, das ist Vélez, Nunez. Oh. Jetzt schießt er immerhin mal. Tja, 0-1. Oh Mann, ey. Ich zeig wieder mit den Fingern, das hat letztes Mal super funktioniert. Ihr seht nicht gerade aus wie ein Team, das gewinnen will. Ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht von ihnen. Das Härteste, was man sagen kann. Ja, ich mach's mal ein bisschen breiter da vorne. Und wir versuchen es mal mit dem Pass in die Tiefe. Können überlegen, ob wir vielleicht Krupschi bringen, wenn Milton hier wieder ein bisschen verloren wirkt da vorne drin. Das ist nicht unbedingt ein Milton-Spiel, so wie es aussieht. Weil wir geben dem Ganzen nochmal so eine Viertelstunde. Wie immer. Und ab der 60. Minute gucken wir, was wir vielleicht mal ändern. Sorry, Dad, ja, so ungefähr. Wie sieht's sonst aus? Oh, Santelmo gewinnt! Oh Mann, ey. Damit will man wieder zurückfallen. Ayala, Freistoß. Datola, kommt nicht ran. Nunez. Schießt! Spiele ich auch so eine ganz wilde Formation, ne? Fünferkette. Mit zwei Sechsern davor. Das ist nicht wirklich einfach, da durchzukommen.
Ecke Ayala. Hinten wieder Datola. Springt wieder am Ball vorbei. Und der nächste Anlauf. Natürlich wieder über Ayala, über Fernandes. Kommt schon, Jungs, bitte. Einmal durchkommen da vorne, nur einmal. Chidi. Vélez hat jetzt mal ein bisschen Platz. Schießt und Barbera ist wieder da. Gleich 60 Minuten durch. Ich denke, wir bringen gleich mal Krupschi. Wir bringen jetzt mal Krupschi. Wir stellen Núñez auf die 10. Krupschi kommt mal auf die... Núñez in Sturm. Krupschi auf die 10. Chidi macht dann den... Oder so. Oder Chidi mal in Sturm auf die Stoßstürmerposition. So werden wir es mal versuchen. Der hat von der Position schon viele Tore geschossen. Außerdem macht er heute ein ganz gutes Spiel. Mehr fordern. Freistoß Ayala. Da ist Aran. Da, Latte! Oh Mann! Kann doch nicht sein! Nächster Standard. Warum denn immer Standards? Das können wir nicht. Das können wir doch! Das muss das erste Eckentor hier im Safe gewesen sein. Und es ist Chidi Akuneto. Man muss es nur mal sagen. Man muss es nur mal sagen. Ey, komm. Der Torwart im Nirgendwo. Und Chidi ist da. So wichtig. 20 Minuten vor Ende. Machen wir hier vielleicht den Punkt fix. Vielleicht, aber noch ist es nicht vorbei. Vielleicht gibt es sogar noch mehr. Da ist wieder Chidi Akuneto. Vélez, Núñez, Ayala, Krupschi, Chidi geht. Da ist er, Chidi. Wartet lange. Vélez. Oh. Junge, 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 hier ist mehr drin. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass wir zurückkommen, ne? Es wäre ja nicht das erste Mal. Da ist wieder Krupschi, da ist Núñez mit dem linken Fuß. Den habe ich schon drin gesehen. 10 Minuten jetzt noch zu spielen hier. Ich glaube, wechseln wir nochmal. Komm, wir gehen mal auf kontrolliert. Grundausrichtung einen höher. David ist ein bisschen müde. Nehmen wir mal... Nee, komm. David nehmen wir nicht runter. Wir stellen ihn auf Angreifen. Wir machen genau das Gegenteil. Wir nehmen Vélez mal runter, bringen dafür Gil Romero. Ansonsten, was machen wir noch? Molina ist ein bisschen fertig. Kommt mal Matthias rein. So, die drei wechseln. Jetzt haben wir wirklich fast alle auf Angreifen hier. 3 Minuten noch zu spielen. Nochmal mehr fordern. 4 Minuten Nachspielzeit. Oh, Freistoß Ayala. Oh, der sah nicht schlecht aus. Letzte Minute. Ayala nochmal. Über den Flügel. Ayala. De Tomaso ist da erklärt. Jetzt vielleicht nochmal ein Konter. Gennaro gegen Aranda. Wir sind eigentlich in der Überzahl, die bleiben aber im Ballbesitz. Die wollen hier natürlich jetzt den Punkt sichern. Für die geht es um gar nichts mehr. Im absoluten Niemandsland in der Tabelle. Aber er geht ins Aus und wir spielen hier nur unentschieden gegen Sakhachispas. Ich nehme an, dass es das war. Und im nächsten Spiel haben wir dann San Telmo, ne? Spiel vorbei. Unentschieden. Und das ist viel zu wenig. 2,03 XG. So viele, zwar keine wirklich großen Chancen, aber sehr, sehr, sehr viele kleine Chancen, aus denen man an einem guten Tag 3-4 Dinger macht. Aber heute hatten wir dann irgendwie einfach nicht das Abschlussglück. Zum Glück hat Chidi das Ding nach der Ecke gemacht. Ausgerechnet nach einer Ecke. Aber das ist zu wenig. 71% Ballbesitz auch. 93% angekommene Pässe. Eine mega dominante Leistung. Die haben 2 Schüsse, einen aufs Tor und machen einen. Bitte, ey. Das ist absolut FM'd worden hier in diesem Spiel. Man kann es nicht anders sagen. Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. So einfach ist es halt. Mann, ey. Aber dadurch, dass wir eben eine sehr gute Tordifferenz haben, bleiben wir auf Platz 1. Wir bleiben auf Platz 1. Und das 1:1 war verdammt wichtig, denn jetzt reicht uns im Spiel gegen San Telmo ein Unentschieden, um den ersten Tabellenplatz auf den letzten Spieltag zu retten. Also San Telmo ist der nächste Gegner, ne? Wichtigstes Saisonspiel. Wenn wir das Spiel gleich gegen San Telmo gewinnen, dann sind wir aufgestiegen. So einfach ist es, glaube ich. Egal, was Gymnasia macht, die können auch nur auf 72 Punkte kommen und wir haben eine so gute Tordifferenz, dass schon sehr viel am letzten Spieltag passieren müsste, dass wir das noch hergeben. Also da ein Sieg wäre halt krass. Das wäre halt krass.
Chidi loben wir fürs Spiel. Ist wieder Spieler des Spiels geworden, ne? Der hat damit jetzt, wie oft? 12-mal Spieler des Spiels? 13-mal Spieler des Spiels. Kann man Siegprämien geben? Nee, kann man nicht. Nicht für einzelne Spiele, glaube ich. Chidi tatsächlich bester Mann der Liga. Hier, 25 Dinger gemacht. Kann leider nicht mehr Torschützenkönig werden, aber ansonsten dominierter Typ einfach alles hier. Dieses Jahr. 29 Scorer in 34 Spielen. Der Typ ist ein Weltspieler. Und ich bin so froh, dass wir dem seine Aufstiegsklausel rausverhandelt haben. Das wäre schon sehr nervig gewesen, wenn es dann irgendwie. Das waren 500.000 Euro, ne? wenn der uns für 500.000 Euro verlassen hätte. Aber es ist nicht passiert. So, wir werden vor dem Spiel gegen San Telmo werden wir nochmal ins Training gehen und werden auf jeden Fall ein bisschen. Wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen auf Standards konzentrieren. Wir werden Ecken trainieren. Für alle, die es nicht wissen, es gibt ein paar Trainingseinheiten, die geben Boni fürs anstehende Spiel. Standardtraining natürlich dann eben für die Ecken. Wir kriegen hier einen Bonus für eigene Ecken. Aber auch sowas wie, was gibt es hier noch? Ich glaube, Automatismen gibt Boni fürs nächste Spiel. Automatismen und Pressing. Dann machen wir nochmal Standards allgemein, würde ich sagen. Gehen hier nochmal auf die offensiven Laufwege. Auch das gibt einen Bonus fürs nächste Spiel. Machen hier die defensive Formation. Dann haben wir uns, glaube ich, so ziemlich alles abgeholt, was geht. Konzentrieren uns komplett auf dieses Spiel gegen San Telmo. Gehen hier in die taktische Analyse. Wir gehen am Montag nochmal in den argentinischen Heidepark. Fast alles unter Spielvorbereitung gibt Boni und Standards. Ja, so ist es. Das heißt Heide auf Spanisch. Heide heißt Pagano. El Parco della Pagano. Da gehen wir hin. Oder ist Heide dann. Ach nee, Pagano ist wahrscheinlich der Heide. Jemand, der keine Religion hat. Dann ist es wahrscheinlich eher El Breso. El Parco del Breso. Klingt auch besser. Okay, rein in den Wochendurchlauf. Wir müssen uns natürlich auch nochmal angucken, wie jetzt so die San Telmo so drauf waren in den letzten Spielen. Guck mal, die haben hier mal eins verloren. Die haben hier mal eins verloren gegen Almagro. Cervetto natürlich, Doppelpack und Franco Coman. Die sind scheinbar gegen Flanken anfällig. Kann man das daraus lesen? Aber ansonsten mit uns zusammen das stabilste Team der Liga. Die haben diesen Juan Cruz Zurbriggen, 23 Jahre alt, geliehen von Colón aus der ersten Liga, der hier eine bockstarke Saison spielt. 20 Tore, 3 Vorlagen. Auf den müssen wir auch definitiv aufpassen. Ein kräftiger Mann da vorne, also scheinbar auch jemand, der über Kopfbälle kommt. Wir haben im letzten Spiel gespielt. 4-3-3 haben die gespielt. Zurbriggen da vorne spielt eine Einzelspitze. Ramirez und La Tirigoyen auf Linksaußen. Okay. Und dann haben wir hier Lucas Aas auf rechts. Die kommen scheinbar viel über rechts und dann gehen sie über Flanken. José Luis Garcia, guck mal, das ist der Mann, der die Karriere beendet hat, der letztes Jahr noch für uns gespielt hat, ist jetzt mittlerweile raus aus dem aktiven Geschäft und war ein Fanliebling bei Almirante Brown. Und der lobt jetzt Chidi. Er sagt, er ist ein wahres Juwel. Ist er auch. Wir loben Chidi noch mal gesondert, sagen, ist grandiose Form, Junge, grandiose Form. Guck mal hier, Milton ist besorgt, weil er mehr in der Startelf stehen will. Junge, Milton, was ist denn mit dir? Er spielt auch andauernd. Die sind alle unzufrieden mit dem individuellen Training. Das ist erstmal kein Thema für diese Woche. Und leider fehlt halt Wilder für das Spiel gegen San Telmo. Das heißt, wir müssen da dann wahrscheinlich auf, wie heißt der? Romero setzen gegen San Telmo. Oder was machen wir? Boah, Chidi hat Männergrippe. Das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren, Chidi. Komm schnell aus dem Bett raus, Junge. Fass es nicht. Das haben wir hier nochmal 4 Vorschläge, was Scouting angeht. Juan Ramirez ist auf der Transferliste für 4,8 Millionen. Ein guter Mann, muss man sagen. Aber 30 Jahre alt, nicht so ganz unser Scouting-Fokus. Auch nicht so überzeugend. Und da auch nicht. Die Lester gegen Belgrano spielen 3-3. Gegen wen spielt ein Gymnasia eigentlich? Ups, wen haben die? Die haben. Die müssen gegen Belgrano. Die müssen am letzten Spieltag gegen Belgrano. Falls wir nämlich das Spiel jetzt gleich nicht gewinnen sollten, ist es natürlich auch noch interessant, ob wir Zweiter oder Dritter werden. Ne? Ich meine, darum will ich mich jetzt eigentlich gar nicht kümmern, aber Platz 2 zieht ja direkt ins Halbfinale der Playoffs ein. Wir hätten da eine Woche mehr Zeit, um uns zu erholen. Oh, Bazan Vera ist wieder fit. Aber das ist natürlich auch etwas, was wir dann im Auge behalten müssen. Wie Gymnasia spielt. Der Super-GAU wäre am Ende, wenn wir noch Dritter werden sollten. Aber so negativ denken wir natürlich gar nicht vor dem Spiel gegen San Telmo. Das machen wir nicht. Können wir diese Anzeige nicht irgendwie stoppen? Können wir. Sehr gut. Ausverkauftes Haus erwartet. Leider spielen wir auswärts, ne? Leider spielen wir in Dr. Osvaldo F. Baletto. Chidi kann Vereinsgeschichte schreiben. Letzte Saison hat Bazan Vera 26 Dinger gemacht. Wenn Chidi jetzt noch zweimal trifft, dann ist er neuer Rekordhalter für uns. Also, wollen wir eine Mannschaftssitzung machen?
Oder können wir uns damit nur noch kaputt machen? Komm, wir machen mal eine kleine Mannschaftssitzung, das kann ich ja mal sehr gut. Was sagen wir denn mal? Wir brauchen nur noch einen weiteren Sieg, um Meister zu werden. Bringt den Job zu Ende? Das können wir sagen. Wir haben die ganze Saison hart gearbeitet, um uns jetzt mit einem Sieg den Titel zu sichern. Geht raus und macht den letzten Schritt. Oder wir dämpfen die Erwartungen. Ist es ein großartiger Erfolg, nur noch einen Sieg vom Titel entfernt zu sein? Ich bin stolz auf eure Leistung dieser Saison. Nein, nicht, also das hier nicht, ne? Das nicht. Ich glaube, wir gehen mal hier rein. Wir müssen den Druck hochhalten. Wir brauchen jetzt noch einen Sieg, um Meister zu werden. Bringt den Job zu Ende, Jungs. Scheiße. Ich respektiere es, dass ihr alle eine eigene Meinung dann auch habt. Das ist auch gut dann, wenn ihr da alle dann eine eigene Meinung auch habt. Manchmal. Deswegen mache ich sowas meistens nicht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich hoffe, dass wenn wir das Spiel jetzt verlieren, dann bin ich traurig. Durfte heute ein Spiel von Bayerns D-Jugend gegen die von Basel pfeifen. Die sind jetzt schon richtig krass. Die sind zum Teil 10 oder 11 oder so. Ja, Wahnsinn. Das glaube ich dir sehr gerne. Motivation kann er. Ja, ich dachte eigentlich, wenn ich die Motivation hochhalte oder wenn ich sage, ey, komm Jungs, jetzt lass uns das Ding holen, dass es dann irgendwie ein bisschen Feuer reinbringt. Aber die Jungs sagen so, nee, komm, ganz ehrlich mal, es ist doch alles gut, wir sind Zweiter, ist doch auch schön. Das ist doch keine Mentalität, oder? Da muss ich doch auch mal mein Team jetzt kritisieren im Nachhinein und die Schultern jetzt doch von mir weisen, eigentlich. Finde ich nicht gut von der Mannschaft. Alright, Leute, Spieltag, das Spiel um den Aufstieg. Gewinnen wir dieses Spiel, sind wir Meister und steigen auf. Gewinnen wir das Spiel nicht, wenn wir das Spiel verlieren sollten, sind wir 3 Punkte hinter San Telmo und die können am letzten Spieltag mit einem Unentschieden den Aufstieg fix machen. Spielen wir unentschieden, dann müssen wir am letzten Spieltag noch mal zittern bleiben, aber auf Platz 1. Also ein Sieg, direkter Aufstieg. Und leider setzt Wilder ganz, ganz, ganz komische Prioritäten und spielt lieber Länderspiele mit Peru gegen Argentinien und Uruguay. Was ich nicht verstehe. Was ich echt nicht verstehe. Aber okay, müssen wir so akzeptieren. Das heißt, Wilder kann nicht mitmachen. Wir müssen auf Gaston setzen, der dann heute auf der 6 spielen wird. Zum Glück haben wir mit ihm halt einen richtig guten Mann in der Hinterhand, der das auch machen kann. Ja, also es ist zwar bitter, aber ja, es ging ja auch noch schlimmer. Lamine Kamara ist leider immer noch verletzt, genauso wie Juan Manuel Vázquez, der mit seiner Hüftverletzung noch länger ausfallen wird, noch 3 bis 7 Wochen. Der ist dann zur nächsten Saison wieder da, genau wie Lamine Kamara. Ja, und ansonsten bleiben wir, glaube ich, bei der Mannschaft, wie sie da steht. Können wir irgendwen aufstellen, den wir noch aufstellen wollen? Ich glaube, Velez lassen wir drin. Hat das im letzten Spiel eigentlich ganz gut gemacht. Oder wir lassen Krupschi spielen, ne? Das würde auch gehen. Ah, komm, Krupschi rein. Dann machen wir es so. Nunez als Mesala, Krupschi auf den... auf der Schattenstürmerposition. Celis zusammen mit Chidi vorne drin. Ayala natürlich als Spielmacher. Fernandes, Aranda, Datola, Molina rechts und Martinez im Tor. Sind wir bereit? Nee, noch nicht. Ich decke diesen Zurbringen da vorne drin. Press Ramirez und zwing den Rechtsverteidiger auf den schwachen Fuß. Und damit gehen wir rein. Was sage ich den Jungs? Ich ball die Fäuste vielleicht mal und sag, wir sind Meister, wenn wir gewinnen. Es sei denn, es gibt ein kleines Wunder bei der Tordifferenz. Bringen wir den Job zu Ende! Ja, macht mich stolz. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Spielvorschau. Da ist es, das wunderschöne Stadion von San Telmo. Das hier ein bisschen pittoresker aussieht als in der Realität. Aber hey, das sind die beiden Mannschaftsaufstellungen. Das sind die Jungs, die heute Geschichte schreiben werden für Almirante Brown. Sie sind ja vor 3 Jahren erstmals in die zweite Liga aufgestiegen und heute können wir den, ist geil, wie groß diese Tabelle ist, ne? Passt nicht mal auf die Seite. Und heute können wir den Aufstieg fix machen. Wir gehen rein, Anpfiff. Erste Aktion schon mal wegverteidigt. Oh! Erste Chance. Ecke San Telmo und Martinez ist da. Also San Telmo fängt ja gut an. 2-0 Schüsse bisher. Ermutigen, Jungs. Auf geht's. Ja, Fernandes verletzt. Das ist richtig bitter. Oberschenkelverletzung. Zur absoluten Umzeit. Denn Dennis muss reinkommen. Oh Mann, ey. Das geht ja gut los. Oh, das ist eine rote Karte. Was für eine Grätsche hat er da Chidi gerade umgehauen. Und das ist zu bringen. Das ist der beste Stürmer. Der einzige Stürmer. Wir sind einer mehr. Oh, Junge, das ist ganz groß. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist die nächste rote Karte. Was ist denn hier los? Was?
24 Minuten und die sind zu neunt. Was? Jo, alles klar. Alles klar. Ja, dann lass uns das Ding noch mal machen hier. Dann, wobei, können wir ein bisschen schneller spielen? What the fuck? Was ist denn hier passiert? Sowas habe ich noch nie gesehen, ey. Aber noch passiert hier gar nichts. Jungs, kommt schon, was macht ihr denn? Schiri gekauft, ja. Aber Achtung, Ramirez, das darf jetzt nicht passieren. Alter. Nunez. Romero! Wir spielen uns keine Chancen raus, das kann doch nicht wahr sein. 3 Minuten Nachspielzeit hier. Ey, Jungs, das kann nicht sein. 0,13 XG, wir spielen gegen 9 Mann. Das muss besser werden, was ist denn das? Nämlich geduldig spielen raus? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Normalerweise müssten wir auch seltener dribbeln. Ja, ich hab's ja schon ein bisschen breiter gemacht. Nochmal Molina mit auf Angreifen stellen, dass wir da noch ein bisschen mehr machen. Dann haben wir es jetzt sehr schön breit. Wir machen es vorne geduldig. Und normalerweise, das Tempo können wir noch ein bisschen runternehmen, dass wir die uns jetzt zurechtlegen. Normalerweise müsste das der Ansatz sein, ne? Stimmt, Pressing. Absolut. Aber nee, das ist nicht so schlau. Wir gehen mal ein bisschen höher und sagen mir aufrücken, dass wir da direkt immer reingehen ins Pressing. Es fällt sehr viel Risiko, aber komm, wir spielen hier gegen 9. Langsam und breit redest du von mir. Blanke, Krupschi kommt nicht ran. Chidi. Okay. Ich bin hier im Zentrum ziemlich eng, ne? Vielleicht können wir. Ich möchte jetzt eigentlich ungern die Taktik groß ändern, aber normalerweise müssten wir ein bisschen vielleicht mit Flügelspielern spielen, dass wir uns das ein bisschen zunutze machen. Jetzt haben wir 60 Minuten durch. Es kann nicht sein, dass wir uns hier nichts rausspielen. Ja, Krupschi kann außen spielen und Nunez kann außen spielen. Dann spielen hier mal ein 4-2-4. Inverser Flügelspieler auf Angreifen, Molina Flügelspieler. Und Milton macht vorne kein gutes Spiel. Wir bringen mal Bazan Vera rein. Jetzt müsste das eigentlich was werden. Also mit doppelt besetzten Außen. Oh, Molina angeschlagen. Eke Ayala, wir spielen uns hier immer noch nichts raus. Noch 20 Minuten zu gehen, Ayala. Ball wird geklärt. Oh, Ramirez. Was macht denn Romero da? Ramirez ganz alleine, das darf nichts werden. Laborda. Chidi. Molina. Nee, Romero, Ayala. Dennis mit sehr viel Platz. Zieh ab, Junge! Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht, dass wir hier immer noch 0-0 spielen. Ich mach mal das Tempo auf hoch. Kann nicht sein. Spiel schnell fortsetzen. Ja, also was anderes weiß ich ja auch nicht. Ja, Konter, klar, kann man auch machen, aber die haben eh nicht den Ball. Chidi noch mit in den Strafraum, könnte man überlegen. Oder ich lasse kommen Nunez, mal inverse Außenstürmer. Was man natürlich auch machen kann, ist das Gegenpressing rauszunehmen und sich ein bisschen tiefer zu stellen, um die rauszulocken. Ich kann mir vorstellen, dass es so das alte Problem ist, dass man die vorne einschnürt, die aber so eng hier hinten zusammenstehen, dass wir uns einfach nichts erspielen da vorne. Guck mal hier, wie das taktisch aussieht. Das ist nicht so gut. Insofern versuchen wir es mal ein bisschen, zumindest in der Defensive, ein bisschen weiter, dass wir uns ein bisschen weiter hinten stellen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten. Wir werden nicht jetzt irgendwann das Tor machen, da bin ich von überzeugt. Dennis. Ja, kriegt den Ball auf Krupschi. Oh, Mann. Ayala. Romero. Molina. Nunez. Kein Abseits. Nochmal Molina. Dennis. Verlieren wir den Ball da. Holen wir wieder, Junge. Das kann nicht sein. Oh, da kommt an, Laborda. Martinez. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Noch 3 Minuten zu spielen. Ein kreativer spielen. Also noch breiter. Wir spielen 4-2-4.
ich will es nicht noch breiter machen. Nimm das mal raus. Breite. Ja, wir spielen schon breit. Wir spielen schon breit. 3 Minuten noch. Komm, letzten Minuten gucken wir uns ganz an. Hätten wir vielleicht früher schon machen müssen, um zu sehen, was hier passiert. So haben wir einfach keine Highlights gesehen. Jetzt spielen sie sich da den Ball hin und her, das kann auch nicht sein. Sehr gut, Romero dazwischen, Datola, Núñez. Núñez lang auf Basanvera, keine Chance. Komm, warte mal, für die letzten Minuten. Chidi, Knipser. Oder für die letzte Minute wahrscheinlich auch nur noch. Wir spielen hier gegen 9. Die waren nach 24 Minuten zu 9 und wir spielen uns nichts raus. Unfassbar. Unfassbar. Wir spielen gegen 11 Mann teilweise die Sterne vom Himmel. Und gegen 9 kriegen wir nichts hin. Absolute Lähmung. Angst. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt. Nun jetzt. Dazwischen. Chidi. So langsam. Spiel doch. Dennis. Krupschi über links. Wieder Dennis. Flanke kommt. Chidi. Tausendmal schlimmer als HSV gegen Kiel. Es hat was davon, ne? Molina kloppt hier nochmal lang. Letzte Möglichkeit vielleicht über Núñez und Ayala. Es gibt nochmal einen Freistoß. Ricardo Ramirez sieht nochmal gelb. Er wird nochmal hoch reingeschlagen von Krupschi. Letzte Szene des Spiels. Bester Ball. Härte klärt. Alter Falter, ey. Fass es nicht. Ich fass es nicht. Die erspielen sich hier mehr XG als wir und sind nach 24 Minuten zu 9. Das tut doch einfach nur weh. Das tut doch einfach nur weh. War es die Ansprache? War es die Ansprache? Was war's? Also, ich bin als Fan enttäuscht, ich bin menschlich enttäuscht, ich bin persönlich enttäuscht, ich bin einfach, also, nee, ich werf nicht die Flasche, ich will mir jetzt, wir haben noch ein Spiel, ich kann jetzt nicht hier, bin enttäuscht, natürlich bin ich enttäuscht, vor allem vorne, ich meine, Ansätzen gut genug, unterirdische Leistung im Mittelfeld, mein Gott, ey. Null zu null, ey. Null zu fucking null. Fass es nicht. Ich kann es echt nicht glauben. Aber damit, komm, lass es uns positiv sehen. Damit ist das letzte Saisonspiel. Oh nein, Ramiro Fernandes, 4-6-7 Wochen. Obwohl ich es gerade positiv sehen, es fällt uns der einzige Linksverteidiger. Oh, fällt auch noch aus. Ich wollte gerade sagen, lass es uns wenigstens positiv sehen. Damit haben wir im letzten Saisonspiel noch Spannung. Ach, fuck, ey. Zerrung in der Oberschenkelrückseite. Basanvera beschwört Ende der Torflaute. Mein Gott, ey. Mein Gott. Ich dachte, das wird ganz entspannt jetzt im letzten Spiel. Ich dachte ich wirklich. Naja. Komm, Kopf frei kriegen, weiter geht's. Wir haben noch ein Spiel zu spielen. Im letzten Spiel geht es gegen Villamitre. Und das ist eigentlich... Also wir haben jetzt ein Heimspiel gegen den 32. Für den geht es um nichts mehr. Die spielen eine absolut beschissene Saison, um's mal so zu sagen. Wir haben die letzten 3 Spiele alle verloren. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen gegen Villamitre, ist zu gewinnen. Wir haben ein Heimspiel im Fragata Presidente Sarmiento. Und wir müssen dieses Spiel einfach nur gewinnen. Die haben seit... Was weiß ich, seit, was sind das hier, 10 Spiele, 8 Spiele haben sie nicht mehr gewonnen. Wir müssen einfach nur gewinnen. Und zum letzten Spiel ist Wilde auch wieder zurück. Und das ist auch wichtig. Vielleicht hat er auch eben, wobei der hat eben nicht gefehlt. Der hat eben nicht gefehlt. Für alle nochmal, das hier ist die Tabelle, ne? Ich gehe mal hier rein, das ist die Tabelle. Platz 1 steigt direkt auf. Platz 2 bis Platz 13 spielen Playoff. Ja, wie gesagt, wir müssen das letzte Spiel einfach nur gewinnen. Dann sind wir alleine wegen des Torverhältnisses. Es sei denn, San Telmo gewinnt ihr letztes Spiel mit 12-0 oder was weiß ich was. Damit wären wir aufgestiegen. Ich bin gespannt, wie ihr wettet. Gegen wen muss San Telmo ran? Berechtigte Frage. San Telmo im letzten Saisonspiel geht's gegen die Callboys. Und die sind Vierter. Also die haben ein ziemlich schwieriges letztes Spiel. Die müssen auswärts ran gegen die Callboys. Also gegen die CA Allboys. Für uns nur die Callboys. Viele Zuschauer erwartet. 15.000 Leute kommen. Das ist das meiste, was wir dieses Jahr bekommen werden. Aber es ist nicht ausverkauft. Also für einen Aufstieg von Almirante Brown kommen die 22.500 Zuschauer nicht.
Und wir halten keine Mannschaftssitzung ab, auf gar keinen Fall. Und an der Pressekonferenz nehmen wir natürlich selbst teil, ist ja klar, ist ja klar. Okay, der Club Almirante Brown hat aufgrund der überragenden Tordifferenz faktisch die Meisterschaft in der Primera B Nacional gewonnen. Sind sie bereits in Feierlaune? Ist doch gar nicht so, oder? Ist doch gar nicht so. Wir haben uns eine gute Ausgangslage verschafft, wir sind entspannt, zuversichtlich und bereit. Nein, eigentlich nicht. Nein, andersrum, es ist meine Aufgabe, dass wir fokussiert bleiben, professionell auftreten und Nachlässigkeit kein Faktor wird. Nicht wie im letzten Spiel. Auf gar keinen Fall sage ich sowas. Der Titelkandidat CR Santelmo trifft auf die Callboys und möchte mit einem Sieg die Titelchancen aufrechterhalten. Was denken Sie, wie dieses Spiel ausgehen wird? Die Callboys sind ein starker Gegner, es könnte eine knifflige Partie werden. Gibt's Neues zu Lamine Kameras Verletzung? Er ist leider weiter nicht fit. Ja, komm, wir sagen mal, es läuft gut. Zur nächsten Saison ist er wieder da. Sie haben auffällig viele junge Spieler verpflichtet, das ist eine bewusste Maßnahme. Was ist denn das für eine Frage jetzt direkt vor diesem Spiel? Die Qualität stimmt. Vor kurzem wurde berichtet, dass Sie Gabriel Aranda gerne fest verpflichten möchten. Gibt es dazu etwas zu sagen? Heute ist kein Tag für Transfergerüchte. Mariano Mino interessiert mich auch gar nicht. Ihr Team hat eine der besten Passquoten der Liga. Für wie wesentlich halten Sie das für die erfolgreiche Saison, die Sie spielen? Ja, das ist natürlich wichtig für uns. Das ist natürlich wichtig. Alright. Was für eine Pressekonferenz, ne? Was für eine Pressekonferenz. Krupschi gut trainiert. Das heißt, Krupschi spielt. Krupschi trainiert gut, dann spielt er. Santelmo will den Titel einfahren. Nix wird das. Gar nichts wird das, Santelmo. Jetzt lass mich endlich an den Spieltag. Ich will. Okay, es geht los. Es geht los. Alright. Basan Vera kann spielen. Wird er spielen? 145.000 Kanalpunkte im Pool, also hier ist richtig Musik drin. Ja, wie machen wir es? Also Fernandes kann leider nicht, das heißt, wir müssen von Beginn an mit Maximiliano Denis spielen. Das werden wir definitiv tun und Wilder kommt zurück. Okay, soweit die beiden Personalien. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie wir das da vorne machen. Spielen wir mit Milton vorne drin? Machen wir es mit Milton oder nicht? Wir könnten, ich glaube, ich möchte es lieber so machen. Wisst ihr was? Velez nehmen wir als Mesala mit. Krupschi auf 10, Chidi rechts und Nunez im Sturm. Oder Chidi als Stoßstürmer und Nunez da. Oder Nunez auf die 10. Und so vielleicht, oder? Also Chidi als Stoßstürmer hat mir immer sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das war immer ziemlich gut. Chidi, Krupschi, Nunez, Velez, Wilder, Ayala, Denis, Aranda, Datola, Molina. Damit haben wir, also Velez ist natürlich auch ein Führungsspieler, was in so einem Spiel wahrscheinlich ziemlich wichtig ist. Velez und Datola haben wir sowohl den Captain als auch den Vizekapitän auf dem Platz. Ich glaube, das ist die beste Aufstellung für dieses Spiel. Also Chidi, Krupschi, Nunez, Ayala, Wilder, Velez, Denis, Aranda, Datola, Molina und Martinez im Tor. Basan Vera ist richtig gut drauf, der Junge. Perfekte Moral, der wird dann von der Bank kommen, wenn es vorne nicht funktioniert. Aber so machen wir das. Wir gehen rein in das entscheidende Spiel mit einem Sieg und der Meister. Let's go. Ich bin sowas von bereit. So, das sagen wir mal. Macht den Unterschied. Zeigt mir, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Das sind die Jungs. Ach, das ist eine Winner-Mannschaft. Das ist einfach eine Winner-Mannschaft. Bin ich ehrlich. Die Jungs holen das heute. Stadion ist einigermaßen gefüllt. Der gesamte Stadtteil ist da. Und Anpfiff. Komm! Wir gucken uns aber nicht das gesamte Spiel an. Lordi auf Lopez, Medina. Ja, Velez ist da, sehr gut, Nunez. Langer Ball, das ist Chidi, Chidi ist durch. Chidi macht den, let's go. 9. Minute und wir führen. Zwischenstand, Almirante Brown ist aufgestiegen. Velez, ganz, ganz, ganz starke Balleroberung. Nunez, langer Ball auf Chidi, Aku, Neto und wer denn auch sonst? Behält die Nerven, geht noch vorbei am Keeper und schiebt den Ball ins leere Tor. 9. Minute und wir führen. Weiter, Jungs. Weiter. Konzentriert bleiben. Velez, nächste Balleroberung. Ist der wichtig, der Junge? Krupschi. Molina. Ayala. Nunez. Oh, Denis hat viel Platz und Chidi steht da wieder. Da ist Chidi. Oh, bleibt hängen.
wie der Velesta presst, ne? Was ein geiler Typ. Was ein geiler Typ. Santelmo führt auch. Auch die sind bei 76 Punkten. Das heißt, wir brauchen den Sieg. Wir brauchen den Sieg. Warte mal, wir blenden uns vielleicht mal hier oben die aktuellen Spielstände mit ein. Da ist Santelmo führt mit 1-0 gegen die Callboys. Ramirez hat das Tor gemacht. Arandasa mit dem Ball auf. Von Club Villamitre kommt bisher nicht so viel. Langer Ball auf Krupschi. Da holt den Kopfball. Junge, wie hoch der steigt. Nunez auf Velez mit viel Platz. Krupschi. Rechts kommt Molina, da ist er. Molina im Zentrum, warten Sie. Molina stoppt ab, legt ihn zurück. Velez. Ayala mit Platz. Ayala mit dem linken Fuß. Knapp drüber. Nächstes Highlight. Schöner Ball von Wilder auf Molina. Das ist Ayala. Der verliert den Ball gegen Martinez. Peralta. Aber Villamitre steht zu tief, als dass sie hier schnell umschalten könnten. Keine Anspielstation nach vorne. Dennis, Randa, Wilder, Velez, Nunez, Krupschi. Chidi ist wieder durch. Chidi ist durch. Chidi. Nein, doch. Chidi 2-0. Genau das gleiche Tor nochmal. Genau das gleiche Tor nochmal. Chidi Akuneto, Doppelpack. Und der ganze Stadtteil rastet aus. Krupschi, wunderbarer Ball. Und diese Ballmitnahme ist einfach nur stark. Ist einfach nur stark. Geht vorbei. Bleibt da fast noch Del Greco hängen. Und wir führen hier 2-0. Und so langsam kann man anfangen. Nee, kann man noch nicht. Noch nicht. Stimmt, damit hat Chidi Akuneto einen neuen Torrekord aufgestellt. Ist damit an der letzten Saison von Bazan Vera vorbei. Glückwunsch dazu auch. 0,000 XG für Club Villamitre. Die kommen bisher nicht rein. Die finden nicht statt. Wir müssen einfach nur genauso weitermachen, dann steigen wir hier auf. So, lasst nicht nach und weiter. Und weiter. Velez. Ayala. Velez. Ah, okay. Versucht da abzuziehen. Klappt nur so mittel. Molina über rechts. Stopp wieder ab. Wie immer. Oh, schön. Schön gespielt. Wilder. Krupschi! Nee, Nunez ist es! 3-0, Patricio Nunez. Und ich glaube, jetzt können wir anfangen zu feiern, oder? Ich glaube, jetzt können wir anfangen zu feiern. Was Molina und Velez da auf ausmachen, ist einfach nur stark gegen 3. Velez auf Wilder, der zieht ab, dabei kommt dann irgendwie zu Nunez. Geistesgegenwärtig, wie er ist, schiebt er das Ding in die kurze Ecke. Ja, und damit ist es eigentlich durch. 55 Minuten sind hier durch. Ayala nochmal mit dem Freistoß. Geil, Mann. So geil! Ja, schön hier jetzt noch das eine oder andere Ding zu machen, um uns die Feierlichkeiten noch schöner zu machen. Aber ist eigentlich auch völlig egal, oder? Ist eigentlich auch völlig egal. Krupschi nochmal auf Molina. Ich würde hier gerne nochmal einen Chidi-Hattrick sehen. Velez Nunez. Schade. Schade. Ja, stimmt. Bazan Vera können wir nochmal reinbringen, genau. Der kriegt nochmal einen kleinen Auftritt. Ich schau noch mal gleich auf der Bank, wem wir hier noch mal die Party gönnen. Wen haben wir denn noch so? Wer hat dieses Jahr kaum gespielt? Also Bazan Vera, Chidi nehme ich nicht runter. Ich bringe ihn für Krupschi rein. Wen bringen wir noch rein? Eigentlich Milton? Komm, Milton kommt. Milton und Bazan Vera vorne drin, das hatten wir auch noch nicht dieses Jahr. Ja, komm, die beiden erstmal und dann schauen wir gleich noch mal. Ich will noch nicht zu früh alles auflösen. Krupschi als hängende Spitze, sehr auffällig, starkes Spiel. Ja, Krupschi hat mir hier auch gut gefallen. Also vorne als Stoßstürmer, Chidi ist schon stark, ne? Der ist schon stark in der Rolle. Ich glaube, das werden wir nächste Saison in der ersten Liga dann auch so machen. Boah, ich freue mich, Mann. Ich freue mich. Ist auch so wichtig, dass wir aufsteigen. Wir werden unsere Jungs alle halten können. Ayala wird bleiben können. Chidi wird bleiben können.
wir werden uns wieder richtig verstärken. Wir werden... Das wird wieder ein ganz, ganz wildes Transferfenster. Übrigens wild. Wilder wird auch bleiben. Wenn wir jetzt hier verloren hätten oder nicht aufgestiegen wären, auch Wilder wäre wahrscheinlich gegangen. Junge, Martina ist gerade so dazwischen. Ich will jetzt eigentlich ganz gerne zu Null spielen. Wir hatten eine Ausstiegsklausel. Besteht die noch? Chidi hatte eine, aber die haben wir ihm rausverhandelt. Und Ayala hat eine für Vereine in einer höheren Liga. Aber wenn wir aufsteigen, ist die natürlich dann auch passé, ne? Die ist dann auch weg. Ja, Transferphase wird mega nice. Transferphase im nächsten Stream. Freue mich mega drauf. Da müssen wir uns dann einen Kader für die erste Liga bauen. Mal sehen, was da so auf dem Markt verfügbar sein wird. Dennis. Komm. Ah, ich würde ja Bazan Vera nochmal ein Tor gönnen, ne? Ich würde es ihm ja gönnen. Er macht noch eins, ne? Ja, glaube ich auch. Also Molina und Velesta rechts außen, ganz stark. Ayala! Nee, Milton ist es! Ayala zieht ab und Milton hält die Rübe da irgendwie noch zwischen. Das 4:0 für Almirante Brown. Die Fans tanzen auf den Tribünen. Es ist einfach ein perfekter Tag. Es ist ein perfekter Tag. Wunderschön gespielt auch Ayala. Ich sag mal, das wollte er so, ne? Das wollte er so. Findet Milton da. Grandioses Tor. Grandios. Kooperation wird dann aufgelöst, yes. Jetzt lass uns bitte hier die Null halten. Das ist abseits. Das ist abseits. Komm, wir nehmen Ayala nochmal runter. Escoda kommt. Auch der hat das. Der hat sich nochmal einen kleinen Einsatz verdient. Den bringen wir nochmal rein. Wer ist denn Enzo Cardoso? 18 Jahre junger Endverteidiger. Enzo, Junge. Debüt. Let's go. Gönn dir. Und einen noch. Romero. Die letzten Minuten laufen. Und gleich ist es offiziell. Gleich sind wir aufgestiegen. Dale, 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 Dale Brown. Oh, Velez fast nochmal mit dem Tor. Schiri pfeift ab. Und er pfeift ab. Wir sind Meister. Oh, wir kriegen sogar eine Zeremonie. Wir kriegen eine Zeremonie. Oh mein Gott, ist es schön. Da ist das Ding! Da ist das Ding! Komm! Konfetti! Yes! Konfetti! Krass, Mann, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft und wir haben sogar einen Pokal bekommen. Oh, super Ergebnis, super Auftritt. Grandios. Grandios. Errungenschaft freigestellt. Guck mal hier unten. Der FM belohnt uns sogar auch. Aufstieg und Nationalheld. Was heißt das denn? Ich weiß nicht, aber es ist gut. Punktgleich mit San Telmo steigen wir dann am Ende tatsächlich in die erste argentinische Liga auf. In die Superliga. Und dürfen dann nächstes Jahr in die ganz großen Stadien. Wir dürfen dann in La Bombonera. Dürfen wir nächstes Jahr. Club Almirante Brown holt den Titel in der Primera B Nacional. Pressekonferenz, komm, Pressekonferenz machen wir unbedingt. Das machen wir unbedingt jetzt. Das lassen wir uns nicht nehmen. Sie haben viele Leute sprachlos gemacht, indem sie mit ihrem als Außenseiter geltenden Club Almirante Brown die Primera B National gewinnen konnten. War es einfach nur Glück? Das war kein Glück und das war harte Arbeit und Können. So ist es nämlich. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Primera B National-Titel gewonnen. Wie fühlt sich dieser Moment an? Ich bin absolut glücklich, natürlich. Und nur zwei Fragen und wir dürfen feiern gehen. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Brown sichert Club Almirante Brown den Triumph. So ist es. Das ist der Pokal hier. Guck mal, so sieht er aus. Interessantes kleines Ding. Vorstand ist natürlich super zufrieden. Chidi, Doppelpack von Chidi Akuneto. Damit holt er den All-Time-Rekord von Bazan Vera. Wir zahlen ein paar Prämien. Ja, hier nochmal. Das ist die Abschlusstabelle. San Telmo hat es ganz zum Schluss nicht geschafft. Guck mal hier, wenn wir uns nochmal den Saisonverlauf reinziehen. Wir waren immer oben mit dabei, ne? Wir waren immer oben mit dabei.
dann 5 Spieltage vor Schluss haben wir es dann geschafft, uns auf den letzten Tabellenplatz vorzuschieben und an San Telmo vorbei. Und wenn man sich den Saisonverlauf mal anguckt, auch interessant, ne? Sind von relativ weit unten gekommen, haben dann eine super Serie hingelegt, war eine Zeit lang Erster. Aber auch die werden wahrscheinlich am Ende des Tages mit Tabellenplatz 2 sehr zufrieden sein. Ich denke, da wird sich auch keiner ärgern. Die müssen jetzt zwar in die Playoffs, aber hey. Hier, guck mal, hier gibt es Gymnasia, die waren auch lange oben mit dabei und sind dann am Ende nur Dritter geworden. Lass uns mal in die erste Liga schauen, wie es da aussieht. Guck mal hier, Titelverteidiger Boca Juniors. Und wir spielen dann nächstes Jahr, ich hab keine Ahnung, wie gut unsere Mannschaft im Vergleich zu den anderen Mannschaften in der ersten Liga ist. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie uns die Medien da unter anderem auch einschätzen. Ja, und hier ist Vélez Sarsfield vorne mit dabei. Oh, ich freue mich so auf die erste Liga, Mann. Ich freue mich drauf. Geil. Kaderplanung für die nächste Saison. Da kümmern. Oh, das wird ein richtig geiler nächster Stream auch. Wahrscheinlich. Und das ist auch gut. David Ayala spielt jetzt auch wieder Steilpässe. Da war ja so schon richtig, richtig, richtig stark. Aber jetzt wird er sich dann auch wieder trauen, die Steilpässe zu spielen. Erste Liga hat noch eine Menge Spiele zu absolvieren. So ist es. Vorstand ist absolut zufrieden. Die Fans sind super zufrieden. Nee, die Fans sind 2-? Was ist das für ein Anspruchsdenken? Ja, wisst ihr was? Die Chance nutzen wir noch mal ganz kurz und versuchen mal die Trainingseinrichtung zu verbessern und die Jugendeinrichtung. Wir stärken das Netzwerk für Nachwuchsrekrutierung. Jetzt ist es der perfekte Moment. Schön wird bei einem Bier oder sowas nochmal mit dem Vorstand schnacken. Mal gucken, ob die uns da zustimmen. Ich denke, ein besserer Moment, um diese Anfragen zu machen, den gibt es gar nicht. Lass uns nochmal ein, zwei Tage nach vorne simulieren, um zu schauen, was der Vorstand sagt. Ist das ein Deal? Meeting über Vereinsziele und Erwartungen machen wir nochmal. Vorstand möchte über die langfristige Zielsetzung des Vereins sprechen und unsere anfänglichen Erwartungen für die verbleibenden Saison und die kommenden. Also, die sagen, wir wollen versuchen, nächstes Jahr nicht abzusteigen. Und ich glaube, das ist realistisch. Und das ist auch der Plan für die nächsten Jahre. Also wir wollen erstmal einfach drinbleiben. Genau das werden wir versuchen. Mannschaftsgefüge sieht super aus. Verletztenliste, okay. Giacomini vor Auszeichnung. Schauen wir nochmal. Gibt es jetzt Trainingseinrichtungen? Gibt es keine? Abgelehnt. Ja, finanzielle Situation ist wahrscheinlich auch die schlaue Entscheidung. Oh, guck mal. Es hat was gebracht. Das Netzwerk für die Nachwuchsrekrutierung wird nochmal verbessert. Hey, immerhin. Immerhin. Über die Trainingseinrichtung reden wir dann erstmal nicht. Aber wir haben damit 6 von 8 Nachwuchsrekrutierungen. Das ist schon ziemlich stark für einen Club unserer Größe. Wobei, wir sind jetzt Erstligist. Wir sind jetzt Erstligist und dann kann man auch. Da steht es ja auch. 6 von 8 jetzt. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal speichern. Aufstieg. Ausrufezeichen. Darf ich Ausrufezeichen? Darf ich. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Es war auch anstrengend, oder? Es war auch anstrengend. Aber verdient. Aber einfach verdient. Diese Serie hier, die war es dann am Ende. Und am Ende war es halt auch Chidi fucking Akuneto. Alright, Leute. Ich glaube, an der Stelle belassen wir es für heute, oder? Ich denke, viel, viel besser kann man so einen Stream nicht beenden. Ich kann nur noch mal sagen, dass ich mich mega drüber freue. Ich war am Anfang des Saves ohne Scheiß, war ich ein bisschen besorgt. Zweitliga Argentinien, haben die Leute da Bock drauf? Ist das irgendwie was Interessantes und so? Ich dachte so, mal gucken. Aber ich freue mich mega darüber, dass ihr alle mit dabei seid, dass ihr auf YouTube kommentiert, dass ihr im Stream, im Chat aktiv seid und so, dass ihr alle zuguckt. Ey, das freut mich einfach sehr. Das freut mich sehr, dass wir hier gemeinsam dieses Ding machen. Macht richtig Laune. Erstmal YouTube, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur nächsten Episode mit den Transfers, die immer sehr viel Spaß machen. Bis dann. Haut rein.